Vor fast einem Jahr. Russische Supermarktregale leeren sich, große Ketten verlassen das Land. Das Ziel schien nah, die russische Wirtschaft deutlich schwächen. An der Wirksamkeit gab es keinen Zweifel. Wir sehen, die Sanktionen wirken. Russlands Wirtschaft wankt, die Börse ist weitgehend geschlossen, die Währung ist abgestürzt, es fehlen Devisen, ausländische Unternehmen verlassen zu Hunderten das Land. Doch das ist erst der Anfang. Doch das war ein Trugschluss. Andere Marken füllen schnell die Regale, die Währung stabilisiert sich überraschend. Zwar verlassen über 1000 Unternehmen Russland, aber viele machen dennoch Geschäfte. Die Yale-Universität listet Firmen auf, die trotz des Krieges weiter Handel treiben. Sie nennen sie Liste der Schande. Sie ist beschämend blank. Und der Wirtschaftsminister muss eine große Sanktionslücke eingestehen. Es gibt deutliche Umgehung der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehung aus Deutschland heraus der Sanktionen. Ich will an dieser Stelle einmal politisch sagen, das ist kein Kavaliersdelikt. So liefert die EU beispielsweise Handys oder Kühlschränke zum Beispiel an Armenien. Das Land verkauft diese dann an Russland weiter. Allein das kleine Land Armenien importierte 166% mehr als im Jahr vor dem Krieg. Der Verdacht, über Umwege bekommt Putin militärisch wichtige Güter. Erst im November besuchte Putin den armenischen Präsidenten. Erst am Donnerstag besuchte der armenische Präsident den deutschen Bundeskanzler. Dem bleibt nicht viel mehr als ein Appell. Können wir sicher sein, dass nicht im ökonomischen Bereich unsere Sanktionen umgangen werden? Und das ist natürlich etwas, was wir als Anforderung schon haben und wo wir auch die Hoffnung haben, dass das beachtet wird, was wir an Regeln haben. Die EU-Regeln wirken zuweilen hilflos. Marktwirtschaft lässt sich schwer aushebeln. So verkauft Russland zum Beispiel Rohöl nach Indien, nur günstiger als vor dem Krieg. Indien macht daraus Diesel, den EU-Bürger tanken. Bei den Ölsanktionen wird man nicht viel machen können. Man wird nie verhindern können, dass Russland bei über 200 Ländern in der Welt irgendwelche Abnehmer findet. Bei Gas ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man eben dort andere Transportmöglichkeiten hat. Aber dass das Öl irgendwo anders verkauft wird oder die Kohle woanders verkauft wird, lässt sich praktisch nicht verhindern. Wobei die Einnahmen deutlich geringer sein dürften. Dennoch prognostiziert der IWF Russland für dieses Jahr sogar ein leichtes Wachstum. Mehr als für Deutschland. Manche fragen sich, leidet Deutschland gar mehr als Russland? Was folgt daraus? Die Opposition uneins. Das ist ein Problem. Aber wir müssen hier nun ganz einfach auch zu unseren Werten stehen, zu unseren Zusagen stehen. Wir müssen dazu stehen, dass wir der Ukraine nach allen Kräften, die wir haben, auch helfen. Und wir verhängen Sanktionen jetzt schon in der 10. Runde. Und das sind die Mittel, die uns zur Wahl stehen. Und diese Mittel, die müssen wir auch ohne jede Einschränkung anwenden. Die Sanktionspolitik, wie wir sie aktuell sehen, schadet der eigenen Bevölkerung mehr als der russischen. Wir schaden unserer Wirtschaft, wir schaden unseren Unternehmen. Und die Bevölkerung in Deutschland leidet, weil sie hohe Energiekosten zahlen muss. Wissenschaftler dagegen fordern einen langen Atem. Sanktionen als Instrument wirken primär in der langen Frist. Diese Wirkung wird da sein. Russland wird technologisch rückständiger. Es werden weniger und weniger moderne Produktionsstätten da sein. Ich glaube, diejenigen, die gehofft haben, dass man mit Sanktionen den Krieg sehr schnell stoppen wird, haben das tatsächlich falsch eingeschätzt. Bisher beeinflussen die Sanktionen das Kriegsgeschehen weniger als erhofft. Ein 11. Sanktionspaket soll bald kommen.